Kommentare mal. Meier, du hast mit einem ziemlich klaren Ziel hierher gekommen, das Spiel zu gewinnen gegen euch, gegen Langenthal. Aber ihr habt euch nicht wirklich beeindrucken lassen, habt das super durchgeführt in diesen 20 Minuten Mittelabschnitt. Was war für Sie der ausschlaggebende Punkt für den Sieg? Ja, wie du sagst, das Mittelrittel sicher. Das erste Drittel hatte ich das Gefühl, 5-5 waren wir wirklich überlegen gewesen, aber wir hatten viel zu viele Strafen, so also schnell das 2-0 passiert. Aber ja, ich glaube, im zweiten Drittel haben wir wirklich 5-5 können spielen und haben auch gezeigt, dass wir das bessere Team sind. Und glücklich sind wir auch viermal reingekommen. Ja. Es freut euch auch ein bisschen darum gegangen, um in die Playoff-Stimmung zu kommen heute? Ja, ich meine, es sind nicht viele Spiele. Es geht jedes Spiel darum, dass man die Leistung holt, die man in den Playoffs abliefern muss. Und es war sicher ein weiterer Schritt, wo wir uns zeigt, dass wir auch, wenn wir eins noch hinten sind, nicht zurückstecken. Sie pendeln ein bisschen zwischen dem SC Bern und Langenthal. Wie sieht das denn in den Playoffs aus bei Ihnen? Das kann ich auch noch nicht sagen. Also, bis heute und noch bis am Dienstag bin ich da. Und darf hier die Spiele bestreiten und nachher werde ich es dann mitbekommen.